Heute Abend gegen kurz vor 20 Uhr ist hier auf der Landesstraße hinter uns ein Frontalzusammenstoß gewesen zwischen einem Trecker und einem Pkw. Was wir bislang wissen, ist so, dass der Trecker aus dem Richtung Bramstedt gekommen ist und der Pkw aus Richtung Bassum. Und in der Linkskurve, dass der Pkw immer weiter auf die Fahrbahn des Treckers gekommen ist und ihn an der Seite dann getroffen hat. Der Trecker hat vorne an seinem Fahrzeug ein großes Gewichtsstück und dieses Gewichtsstück und die rechte Vorderachse des Treckers sind frontal gegen den Pkw gerammt worden. Bei diesem Zusammenstoß ist der Beifahrer im Pkw so schwer verletzt worden, dass er gleich an der Unfallstelle sofort auch tot war. Der Fahrer selber ist schwer verletzt und ist zurzeit im Krankenhaus in Bremen. Der Traktorfahrer ist insofern nicht verletzt, körperlich nicht verletzt, wie man sich aber vorstellen kann, ist, wenn man so einen Unfall hat, dass man dann eben halt unter Schock steht. Also man weiß, wie der Unfall passiert ist, indem der Pkw in Gegenverkehr geraten ist, aber die Ursache dafür, ob abgelenkt, ob Kurve geschnitten, ob viel zu schnell gewesen, ob andere Ursachen in Frage kommen, das machen jetzt unsere Kollegen, die ermitteln und nehmen Spuren auf, sodass man das hinterher irgendwann mal rausfinden kann, aber zurzeit kann ich da nichts zu sagen.